Mein Name ist Hedwig von Weverförde. Ich bin die Sprecherin des Aktionsbündnisses für Ehe und Familie, Demo für alle. Gemeinsam mit der internationalen Petitionsplattform Citizen Go organisieren wir seit 2016 jährlich ein Symposium zu Themen rund um Ehe, Familie und Kinder. Aufgrund der anhaltenden Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung führen wir unser Symposium in diesem Jahr als reine Online-Veranstaltung durch. Das ist schade, weil wir alle dadurch auf die interessanten und schönen Begegnungen mit den anderen Teilnehmern verzichten müssen. Umso mehr freue ich mich, dass sich so viele Menschen, und es sind, glaube ich, rund 850 Personen angemeldet haben, und sie nun im Livestream zugeschaltet sind. Es handelt sich heute um Teil 1 dieses Symposiums. Aus einem Grund, der sich ganz kurzfristig ergeben hat, haben wir entschieden, in wenigen Wochen einen Teil 2 dieses Symposiums zu präsentieren. Wir werden im ersten Teil heute bis etwa 19.30 Uhr insgesamt 4 Vorträge, ein Interview und 2 Kurzpräsentationen erleben. Alle Vorträge werden in Kürze auch auf dem YouTube-Kanal von Demo für alle und auf unseren Webseiten sowie später auf DVD und CD verfügbar sein, sodass Sie diese nachträglich ansehen können und in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis natürlich gerne teilen und verbreiten können. Ein kurzes Wort zu uns als Veranstalter. Demo für alle ist ein Aktionsbündnis aus etwa 30 Familienorganisationen, Initiativen und engagierten Einzelpersonen. Wir haben uns 2014 im Zuge des Protests gegen den grün-roten Bildungsplan in Baden-Württemberg als bundesweite Organisation gegründet. Unser Anliegen ist es, Ehe, Familie, Kinder und das Elternrecht zu verteidigen. Insbesondere wenden wir uns gegen die Gender-Ideologie und übergriffige Sexualerziehung in Schulen und Kitas. Wir haben unter anderem große Demonstrationen veranstaltet, wir machen Aufklärungsbustouren durch Deutschland, jährlich ein Symposium, wir organisieren große Petitionen mit vielen hunderttausend Unterschriften, wir kontaktieren Politiker und geben vielgefragte Aufklärungsbroschüren heraus, auch Filme. Und seit neuestem einen kurzweilig informativen Podcast Familie und Gedöns. Seit Beginn unserer Arbeit fordern wir, dass die übergriffige und schamverletzende emanzipatorische Sexualpädagogik aus den Schulen und Kindertagesstätten verschwinden muss. Denn sie atmet den pädokriminellen Geist ihres Erfinders, des Psychologen und Sozialpädagogen Professor Dr. Helmut Kentler. Dessen abscheuliche Machenschaften wurden mittlerweile in mehreren wissenschaftlichen Studien belegt und öffentlich gemacht. Seit Ende der 1960er bis mindestens Anfang der 2000er Jahre hinein hatte Kentler in Zusammenarbeit mit Berliner Jugendämtern männliche Kinder und Jugendliche in die Obhut von pädophilen Pflegevätern gegeben, die zum Teil sogar einschlägig verurteilt gewesen waren. Das alles mit Wissen und mit finanzieller Unterstützung der Berliner Senatsverwaltung. Kentler war kein kleiner Fisch. Er wurde als Star der Sexualerziehung und als Obergutachter der Nation in Fragen der sexuellen Erziehung bezeichnet. Er verstand sich als Befreier sexueller Lebensenergie in der Tradition des Freudomarxismus, des Esoterikers Wilhelm Reich und des Sexualforschers Alfred Charles Kinsey. Kinsey wiederum, und das muss man wissen, stützte seine Thesen vom Kind als sexuellem Wesen, das von Geburt an sexuelle Bedürfnisse habe, auf die Beobachtungen von hunderten Kinderschändern, die mit Stoppuhr und Notizheft notiert hatten, wie oft und wie lange die von ihnen missbrauchten Kinder, darunter sogar Säuglinge, zum Orgasmus gekommen seien. Auf einer solchen, ebenso verbrecherischen wie unwissenschaftlichen Datenbasis beruhen wesentliche Grundannahmen der emanzipatorischen Sexualpädagogik, der unsere Kinder in Schulen und Kindergärten heute vielfach ausgesetzt sind. Sie können diese Zusammenhänge und alle Informationen zu Helmut Kentler auch in unserer Aufklärungsbroschüre Kentlergate und dessen Folgen nachlesen. Die habe ich hier mal mitgebracht.
Sie können die kostenfrei gern auch zum Weitergeben an andere auf der Webseite von Demo für alle bestellen. Helmut Kentler nutzte die rebellische Zeit der 1960er und 70er Jahre nicht nur für seine Forderung, Pädophilie zu enttabuisieren, sondern auch, um für die dazu benötigten Kinder eine nicht repressive Sexualerziehung durchzusetzen, bei der bereits Kleinkinder ihre Sexualität von Erwachsenen animiert und unterstützt genießen sollten. Zunächst in Kommunen, später in Kinderläden. Dementsprechend großen Beifall erhielt Kentler für seine emanzipatorische Sexualpädagogik aus der 68er-Bewegung, deren Säulenheilige in zahlreiche Pädophilie- und Missbrauchsskandale verstrickt waren bzw. immer noch sind. Dies kommt mittlerweile immer mehr ans Licht, wie zum Beispiel ganz aktuell die Enthüllungen in Frankreich über Olivier Duhamel und Michel Foucault. Aber Kentler ist nicht nur ein Fall für die Historiker. Denn inzwischen hat das Thema neue explosive Nahrung erhalten. Die Studien der Universität Göttingen vom Juni 2020 und die Vorstudie der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs vom Februar 2021 enthüllen, dass über Jahrzehnte in ganz Deutschland pädosexuelle Netzwerke operierten. Kentler bewegte sich also in einem riesigen Netzwerk von pädophilen Lobbyverbänden, homosexuellen linken Parteien, Kinderrechtegruppen und Sexualwissenschaftlern, das den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen über Jahrzehnte organisiert, geduldet, mitverschuldet und gerechtfertigt hat. Was aber bis heute fehlt, ist eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit den zugehörigen sexualpädagogischen Thesen und Ideen Kentlers, die ungebrochen in der heute vorherrschenden Sexualpädagogik gelehrt und angewandt werden. Genau an dieser Stelle wollen wir mit unserem heutigen Symposium einen ersten wichtigen Aufschlag machen. Dazu wünsche ich Ihnen für die folgenden Stunden viele wertvolle Erkenntnisse.